Was denn? Der findet doch immer irgendwas. Nicht das, oder? Was ist das? Ja! Oh! Noch ein Drachen. Okay. Und macht ja nichts. So, was ist die Flöte? Ah, hier. Die Flöte. Soundtrack, ne? So geil einfach. So. Jetzt den richtigen Ton finden, der zur Umgebung passt, oder einfach nur drehen. Achso. Zu interagieren und etwas besser kennenzulernen als oben. Ja. Das sicherlich. Das sicherlich. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. So ein bisschen Background-Story und was da so abgeht. Guck mal, Alter. Ist das nicht schön? Auch wenn's Fehler sind, das sieht trotzdem schön aus. Oh. Die Kluft der Tränen muss Usul warnen. Genau. Bis dann. Oh. Bis später, Peter. Oh. Ob ich da durchfallen kann durch so eine fehlende Textur? Nee, zum Glück. Wow. Hat sich aber schön eingerichtet hier. Das ist so ein toter Elefant, ne? Hallöle. Oh, jetzt. Konversation. Was für ein Staubgeist bist du? Sei ganz unbesorgt. Ich kenne das Kind. Sosul will dir nichts tun. Genau wie mein bester Käse ist er unter der Rinde ganz weich. Hörst du das, Sam? So süße Lügen von meinem alten Läder. Minang schickt mich. Hier ist es nicht sicher. Es ist nirgends sicher. Du könntest morgen in eine Schlucht stürzen. Oder Sakro zertrampeln. Interessant. Dich. Ist quasi die Flugabwehr. Köstlich, säuerlich und zischend wie eine Skorpiondiste. Die Himmelsmenschen suchen diesen Ort. Die Sarentu sind zurück? Kin, was hast du mir denn sonst noch verheimlicht? Da gibt's noch was. Die Sakru fliegen nun wie die Ikran. Du wirst nicht glauben, wie wir sie jetzt melken. Ah, trink nur, Sarentu. Aha. Hier gibt's nichts für die Himmelsmenschen. Doch, gibt es. Sie wollen die Stoßzähne. Wie beliebt wir doch bei all unseren Freunden und Feinden sind. Bitte, kommt mit. Unmöglich. Sasem braucht Hilfe beim Summen, nicht wahr? Ihr wollt dafür sterben? Beim Summeln? Sosul, wir sollten zuhören. Zuhören? Wie kann ich zuhören, wenn ich das hier hören muss? Das Heulen? Die Flöten. Ja, die Summen sollen beruhigen, den Kindern Ewas tiefen Frieden bringen. Nicht jetzt habe ich deinen Hinweis verstanden. Trauernd, verstimmt, ruhelos. Ich muss sie stimmen.
Kann ich das tun? Würdet ihr dann gehen? Gib deine Bürde ab. Dann gehen wir nach Hause und feiern deine Rückkehr. Ich könnte zum Clan zurückkehren. Nach so langer Zeit. Worauf wartest du, Sarentu? Keine Zeit, auf Wind herumzukauen. Genau. Wir haben Arbeit vor uns. Als ich meine Bürde nahm, begab ich mich auf einen langen Weg. Langen. Aber ich gab nicht. Da ist schon eine. Dann fand ich Sassem und die anderen. Ein gutes Zuhause. Sicherheit. Und eine Aufgabe. Die Sakro vergessen nie. Manche kommen immer noch zum Trauern. Unsere Vorfahren schufen diese Flöten. Um die Trauer zu lindern. Die Flöten kümmern sich um die Sakro. Und wir kümmern uns um die Flöten. Mit der Zeit lockern sich ihre Seile. Deshalb klingt es wie ein Heulen, wie du sagst. Mit dem Stimmstab kannst du sie wieder straffen. Versuch's mal. Okay. Das allererste Mal. Wirklich sehr gut. Ist nicht dein erstes Mal, oder? Nope. Ein geheimnisvolles Lied. Wunderschön. Jedes Mal, wenn wir in der Nähe dieser Kluft waren, sind die Musiker hergekommen, um die Windflöten zu stimmen. Nachdem die Arbeit getan war, haben sie in der Klippenhöhle gefeiert. Versunken in ihrem Lied. Die Pflege dieser Flöten wurde von Generation zu Generation weitergeführt. Deshalb wolltest du nicht gehen. Vertrau mir. Ich werde mich um sie kümmern. Behalte die Höhle in Erinnerung, wenn du fertig bist. Vertrau mir, Bruder. Die Früchte deiner Arbeit und den Frieden. Okay. Oben? Oder muss ich den wieder hinterher? Nein. Daylan, okay. Ich bin in der Kluft der Tränen. Nähern sich Hardings Wilderer? Ich belausche sie. Sie suchen nach irgendwelchen Knochen. Sind aber weit weg von deiner Position. Okay. Solek hat den Ort erwähnt. Sind dort noch mehr Sakro? Naja. Hä? Ihre Gräber. Eine riesige Gedenkstätte. Der Wind bläst durch diese riesigen Musikinstrumente. Aber sie sind verstimmt. Deshalb klingt es, als würde die Kluft heulen. Ah, das würde ich gern sehen. Wir könnten gemeinsam herkommen. Wenn alles vorbei ist. Ja, vielleicht dann. Ah. Ist das wieder ein Ausgang? Nee, Eingang. Ka-ching! Das sieht doch schon eher nach einer Höhle aus. Alter, wo zum Geier renne ich hier rum? Bin ich hier überhaupt richtig? Hoppala. Oder finde ich hier vielleicht noch was anderes? Die Seswa sehen einsam und kalt aus. Die Sakro sorgten für Schutz, Wärme und Zufriedenheit. Ja, okay. Da geht's weiter. Und da auch. Boah. So Labyrinthe bin ich ja gar nicht so der Fan davon, ne? Da verlaufe ich mich gerne. Aber da geht's auch nicht weiter. Okay, gehen wir mal da lang. Da werden wir wieder hier. Flöte.
klingt jetzt besser. Ja, es wird. Wenn nichts wird, wird. Beim ersten und zweiten Mal habe ich nicht bemerkt, dass man sich die Wandmalereien auch ansehen kann. Bin einfach dran vorbei. Der offensichtliche Punkt, dass das geht, kam erst später durch ein Update dazu. Au, oh, okay. Ja, das ist dann wirklich fies, tatsächlich. Die müsste ich noch ergattern. Komme ich hier runter ohne... Ah ja, klar, natürlich. Oder? Ah. Hui. Was ist das? Das ist mir im Klingorwald schon aufgefallen. Was? Ach, Digga. Du lass mich in Ruhe, ich lass dich in Ruhe. Deal? Ah, ein Weg. Müssten sie mit drei Flöten sein, okay. Dann wäre das hier schon die dritte. Nee, das ist die, wo ich vorhin war. Verdammt. Da habe ich mich verguckt. Okay, lass mal kurz die Lage checken. Da hinten ist nichts mehr, ne? Hoppala. Ohne die Beispielflöte, okay. Da ging es nicht mehr weiter, oder? Oh. Ah. Da haben wir was verpasst. Na gut, aber das sind ja die, wo nicht so ausschlaggebend sind, ne? Hehe. Whoa. Vielleicht ist hier noch was. Die sind nicht so leicht zu finden. Ja. Oh, dafür höre ich aber ein riesiges Teil auf uns zukommen. Das war knapp. Hoppala. Weg, ihr Viecher. Ich mache euch auch nichts. Okay, komm, gehen wir mal da rein. Die Sessua konnten den Sakro nicht folgen. Vielleicht waren die Zelte zu schwer. Maybe, baby. Diese fiesen Viecher da, ne? Weg. Oh, wow, wow. Das hätte auch ins Höschen gehen können. Oh. Was ist das? Funkelschote. Die sind von besser Qualität, die Viecher. Habe aber den Namen vergessen. Etwas mit Skarabäus, glaube ich. Ja, wie Stinktiere sind die, ne? So in der Art. Ach, da haben wir noch eine Flöte. Noch was zu looten? Ja. Und zeigt ihn immer noch an. Fehler in der Matrix. Okay. Hüpf. Sie funktioniert. Aha.
Ja, die Tiere da, diese Stinktiere. Diese. Also die, wo den Schwanz hinten so hoch haben. Wo wir gerade hinterhergelaufen sind. Die erinnern mich irgendwie an Stinktiere, ich weiß auch nicht. Okay, geht's hier wieder rum. Da. Hihi. Da ist wieder so eins. Warte. Ich sag dir, wie sie heißen. Wo sind jetzt? Skarabäus-Schleicher. Ausgewachsen. Da. Ach, Digga, ich will dich doch gar nicht töten. Hey. Pass auf. Alter. Danke für die Gaben. Eher Wadenbeißer. Nur die stinken aber nicht. Das Panzernfleisch auf Goldqualität. Ja, ja, das stimmt. Ausgezeichnet. So. Dann ist da hinten noch eine Malerei und mit Sicherheit auch eine Flöte. Hehehe. Oh oh. Da kommt wieder was angeflogen. Danke für die Gaben. Jetzt landen die auch noch hier. Digga. Perfekte Schüsse. Ich glaube, der erste in dem Spiel. Hier. Machen die mir Aua? Naja. Gebiet sicher. Nichts gefunden. Hat jemand den Feind gesichtet? Muss hier alles sein? Auch? Naja. Stirb du doch! Da ist die Flöte. So, okay, jetzt will ich aber erstmal hier rüber. Hüpf. Und mir die Malerei zu Gemüte führen. Eine Feuerzeremonie? Die Sessua haben einige ihrer Zelte verbrannt, um weniger Last zu haben. Das habe ich auch schon gemacht. Da war ich auf dem Metal Festival in Eindhoven, Holland. Das war 1996 und 4 Tage lang zelten, ne, auf dem Festival. Und damit wir nicht so viel mit zurücknehmen müssen, haben wir einfach alles verbrannt. Unsere Zelte, unser Essen, was ziemlich geil war. So eine Dose Ravioli in ein Feuer werfen. Ist der Hammer. Die fliegen 25, 30 Meter weit, wenn die platzen. Sau gut. Nee, 96 bin ich geboren.
Es ist geil. Es ist einfach geil. 96 war mein Schulabschluss. Tatsächlich. Da bin ich aus der Schule raus. Oha, warte mal. Da. Oh Gott. Oh. Ah, da unten ist wieder so ein schöner Baum. Oh, falscher Knopf. Bitte. So. Hüpf darüber. Jawohl. Oh. Geil. It's a me, Mario. Ich finde es auch sehr lustig. Unsere Azubine ist genauso alt wie mein Nintendo DS. Das ist geil. Geiler Vergleich. Absolut. Oh, look at this. Malen nach Zahlen. Okay. Noch nicht. Ja, verdammt. Ich dachte, hier ist die Flöte. Ah, da drüben. Oder? Alter, wo laufe ich hier rum? Okay, gut. Dann. Dann gehen wir zurück. Ne, das war so hier der Anhaltspunkt für mich. Blöde. Aber dem war nicht so. Das ist wieder so ein schöner Baum. Da unten war auch irgendwo noch einer. Der hatte mir das doch vorhin noch angezeigt. Verstehe ich nicht. Ah, fuck, Alter. Muss ich da wieder runter? Könnt ihr mal erstmal dahin gehen? So, jetzt kommt hier Super Jump. Ah, verdammt. Und, ja. Oh, geil. Da ist noch ein Baum. Aber das ist ein bisschen zu hoch hier. Da. Da zeigt er mir was an. Okay. Wie bin ich da jetzt noch hochgekommen? Ach so, einfach hier. Gehüpft. Da. Ja, da wollte ich eigentlich hin. Hä? Dann war ich doch aber richtig. Weil da bin ich doch hoch. Dann bin ich tatsächlich irgendwo falsch abgebogen. Oh Gott. Etwas erschrocken. Ah, guck mal hier. Da kann man hier rüber jumpen. Ah, jetzt, ja. Da bin ich hier aber komplett falsch. Muss ich hier irgendwie auf die da drauf. Also da. 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 Okay. Weg gefunden. Gehüpft.
Doch nicht ganz den Weg gefunden. Oder? Ah, doch. Oh. Noch eine Malerei. Seswa und Sakru reisen gemeinsam. Ja, das Spiel wird ein bisschen anspruchsvoller nach einer Zeit, damit man etwas länger beschäftigt ist. Und das ist gut. Das ist gut. So soll das sein. Einfach nur, wie es dann bei Assassin's Creed irgendwann ist, rumlaufen und abarbeiten, das macht halt dann keinen Spaß. Man will ja schon immer ein... Oh, hier. Wie heißen sie? Flug, Puma oder so. Man will ja auch ein bisschen gefordert werden, ne? Nicht gereicht bis hoch. Was ist das hier eigentlich? Also ich habe sowas vorhin schon mal gesehen. Also was ist vorhin? Im Klingorwald, ziemlich am Anfang. Wo ich da rumgeflogen bin zum ersten Mal. Aber ich wusste nicht genau, was ich damit machen kann. Konnte auch gerade nicht so gucken. Wow, 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 wow. Brandfrucht. Okay. Klingt nach Feuer. Wundervoll. Auf seltsame Art. Wundervoll. Sie lauschten den Flöten in der Klippenhöhle. Einsammeln, kochen, essen. Ach so. Ach so. Also du weißt, was ich meine, ne? Das, was da oben hängt. An der Wand. Nur zu früh. So, die vielleicht kann ich das sehen jetzt. Wenn ich mich konzentriere, müsste ich das Lied hier hören können. Jawohl, jetzt geht's. Oh Gott. Hat nichts voll zu tun. Ja, okay. Ist nur zum Kochen. Scharfe Chilis. Wow, wow, wow. Wow, wow. Die brennen quasi zweimal. Beim Essen und am nächsten Morgen nochmal. Gerade wie das mit der Maus gehen würde. Also mit Maus und Tastatur. Rainbow to the stars. Oh Gott. Oh Gott. Junge, mach das auch. Mach sowas nicht mit mir. Ist das ein Sehtest? Peripheres Sehen? Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh. Ruhig, Blauer, ruhig. Schön, dass es nicht nur bei mir so aussieht. Bam. Easy. Easy. Gib mir mehr davon. Der Wind. Er singt. Aha. Komisches Lied. Das stimmt nicht. Schlimmsten finde ich es, wenn die Linien über Kreuz gehen. Ja. Boah, da kommt man völlig durcheinander.